Willkommen zurück in Resident Evil Revelation 2. Ja, wir sind hier ein bisschen im Steinbruch unterwegs, um ein bisschen hier zu arbeiten. Und ja, unsere erste Arbeit ist, hier mal was draufzustellen. Verstehe gar nicht, hab's doch schon draufgestellt gehabt. Warum muss ich das nochmal machen? Hui! Ja, das, schön. Dann können wir wieder... Ich, protestiere. Scheiße, was zum Teufel ist das Ding? Keine Ahnung. Stirb! Stirb! Er verreckt doch endlich! Schnauze! Piss dich! Geh kaputt! Willst du mich dissen, oder wie? Warum hat Natalia mich nicht geheilt und gerade wo ich selbst auf Heilung gedrückt wollte, killt er mich? Ach, komm! Ist doch doof. Okay, das muss ich irgendwie anders anpacken. Ey, der hat tatsächlich 8 Schüsse von der Magnum ausgehalten. Was ist denn das für ein Kerl? Okay. Noch eine Runde. Boah, ey, das Vieh hat mich auch mega erschrocken gerade. Durchgeladen, alles raus, los. Das Monster kommt! Saran! Ey! Nicht weg jetzt! Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt nach weniger Schüssen abgehauen ist. Aber soll mir recht sein. Meine Fresse, was war denn das für ein Vieh? Der wird uns wahrscheinlich, weil der nur abgehauen ist, wohl nochmal irgendwie besuchen. Warum komme ich hier nicht mal raus? Nehme ich halt eben den Weg hier. Hä? Okay, dann halt so. Spring da! Drauf. Dann halt nicht. Weißt du was, dann mach ich mir das anders. Wahrscheinlich gibt's hier einen kaputten Rücken, wenn ich das Teil ganz bis zum Fahrstuhl schleppe. Ja, macht das halt nicht. Du bist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es hier wieder neue Gegner, die einfach mal hier instant irgendwie gespawnt sind, warum auch immer. So, hoch da. Das ist nicht hoch. Geht doch. So. Uni. So. Dann möchte ich jetzt einfach mal jedes, ja, Gebäude, ist falsch, aber jedes von diesen Lagerkästchen, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, damit mal kurz untersuchen. Man weiß ja nie.
Yay, Smala 4000, geil. Ja, stell dich nicht drauf, das ist ein bisschen unkomfortabel. So, wahrscheinlich muss ich hier draufstellen, denn ich komme da so nicht dahin. So, dann, ja. Finde deinen Weg. So. Gegner? Nein, sehr schön. Plumps. So, als erstes geht's hier ran. Rauf da! Nochmal! Was man hier alles findet? Ui! Da waren wir dran. Hm. Ah, da ist eine Kiste. Die hole ich mir natürlich auch. So, komm mit. Richtiges Allzweck-Tool hier. Hehe. So. Dann rauf da. Und nochmal. Siehst du, kommst du? Hast du fein gemacht. Gibt's hier doch irgendwie? Nö, nein. Gut. Dann, oh, ist das schwierig. Ach so. Dreierschloss. Barry, du hättest unten auch bleiben können. Du bist hier gerade nicht gefragt. Dein Kaliber brauche ich hier nicht. Du bist ein Mann fürs Grobe, Natalia fürs Kleine. Und Sanfte. Sag mal, hab ich's jetzt gleich? Hui, was ist das? Magnum Money, ja geil. Sehr schön. Vier Schuss. Ist gut. So, wieder mitnehmen. Wo geht's hin? Genau, da müssen wir noch hin. Da ist ja auch noch was. Oh, da ist ja auch... Ja, ich erinnere mich. Oh. Ich hoffe, ihr euch auch. So. Und hoch da. Sondern hier gibt es einen Topaz. Etwas, was wir im letzten Part da schon quasi hingelegt haben. Nein, die Gewehrmoneten nicht. Aber dieser Herr. Ich habe ja erzählt im letzten Part, dass wenn man den von da hinten abschießt, dann hat er hier nämlich ein Scharfschützengewehr liegen. Und zwar nicht das, was ich gerade genommen habe, sondern das andere, was wir zur Auswahl hatten. Und ja. Das, ja. Ja, willst du mich doch dissen, ne? Natürlich. Warum auch immer da jetzt ein Gegner rumliegt. Der wurde da einfach gespawnt. Ja. Das ist die Erklärung. Gegner spawnen heutzutage. Sie werden nicht mehr erschaffen oder geboren, sie spawnen einfach instant irgendwo. So. Schaden habe ich mir den. So, wo baue ich den hin? Hier? Nee. Aber hier. Muss es ja irgendwie nach oben kriegen. Ja, passt. So, dann, verstehe. Komm mit mir. Nein! Sorry, kann nicht. Bin ein bisschen beschäftigt. Ja, du sollst ja auch da bleiben. Denn du musst da gleich säbeln.
während ich hier hebel. Oh Gott! Macht noch mehr Lärm. Boah. Lock doch gleich alles an. So, jetzt schnell, bevor das Ding wieder zurückgeht. Oh, guter Speicher. Offenbar geht's aber auch nicht zu. Ja, wie krieg ich das jetzt nach oben? Hier vielleicht? Hä? Wie kriege ich das hoch? Ach, ja, ich weiß. Die Tür ist doch verschlossen von der anderen Seite. Und weil er ja die Hände nicht da oben machen kann, wegen seinem Rücken wahrscheinlich, braucht er das ja als Hilfe. Nee. So. Topas, natürlich. Oh Gottes Willen. Oh nö. Wo hast du deinen. Am Fuß. Aber welchen? Der linke. Rutsch mal ein Stück. Ah, warum schießt du denn hier mit der. Oh. Schießt hier mit dem Magnum und auf dem falschen Fuß. Dumm. Ah, super. Kann man Munition auch verschwenden. Hey. Kannst du wieder eine Runde craften? Ich muss sagen, ich finde die Brandflaschen geiler. Wir haben ja noch so einen nachhaltigen Damage-Output. Nicht so wie so eine Explosionsflasche, wo nur einmal Splash Damage ist. So, bevor ich die Tür öffne. Öffne ich das hier. Grünes Kraut, yay! Denn. Guckst du nochmal. Okay. Mach doch mal nicht dann. Verdammt, geht nicht. Gut, so, Barry. Ich hoffe, dein Rücken hält das noch aus. Nein! Nein, runter. So. Nun aber. Da oben habe ich schon das richtige Laufband gefunden. Ach ja. Alles muss ich ja alleine machen. Mit meinem kaputten Rücken. Ich glaub's ja nicht. So. Gute Reise. Na gut. Falsch. So, was für eine Wumme nehme ich für den Kollegen, der da vorne schon auf uns wartet? Sollte das die eigentlich. Ich bin verwirrt. Ach, da ist das Ding. Ah. Guck ich falsch, ey. Guck ich auch noch auf der falschen Seite. Gut, dann geht's weiter zum nächsten. Oh, so, alles alleine hier. So, auf zur nächsten Station. Bis man hier endlich mal weiterkommen darf, da. Den schon irgendwie ausschalten? Ich glaube von. Ja. Aber ich kann bestimmt doch schon mal gucken, wo was ist, ne? Ist das der Kopf? Könnte aber auch ein Bein sein. Ah.
Gucken wir mal. So. Du mitnehmen. Weißt du, Barry kann das, ne? Aber hier Moira sowas nicht, ne? Unlogisch. Das Wasser ist schuld. Wasser so hart, dass das nicht geklappt hat. Ja, die Waffe reicht. Und go. Bein. Ah. Ah. So. Zappelt denn erstmal so dämlich rum, ey. Okidoki. Ja, von der Teil der getrennt. Bleib, wo du bist. Okay. Nein, folge mir. Ja. Wieso getrennt ist doch neben mir? Doof. So. Komm schon, nicht jetzt. Verdammt. Super. Spackt auch noch die Technik rum, ey. Glaub's ja nicht. Okay. Hä? Wo willst du denn hin? Willst du wieder runter oder was? Ich raff grad gar nicht, wo ich hin soll. Ach so! Ich dachte, du wolltest runterspringen. Ah, sorry. Oh. Topaz, natürlich. Okay. Ich habe irgendwas Komisches gehört gerade. Ne, gut. Sonst kann ich hier nichts finden, ne? Ne, es blinkt nichts. Ne, gut. Monster! Ach, was? Scheiße, der eine hat's nicht erwischt. Verdammt. Kopf. Okay, dann mach ich halt eben seinen Kopfmatsch. So, hier bin ich. Ja. Krieg ihn. Los. Nee, nee. Ich dachte, das klappt wieder mit dem Messer. Dann halt so. Ich weiß, wie das stylisch mit dem Messer machen. Denn mit Messer ist besser, aber dann halt eben nicht so. Dann halt anders. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Nö. So. Oh, geil, Money. Ja, bloß hier runterfallen, ne? Könnte schmerzen. Da weiter. So, den platzieren wir aber erst später. Ich will mich hier noch weiter umgucken. Geht's hier rein? Nein. Da blinkt was. Anweisungen für den für die Leichenbeseitigung. 8. Februar 2010. Wir hatten viele Leichen zu entsorgen heute, mehr als sonst. Diese T-Phobos-Tests verheizen die Testobjekte geradezu. Wir haben in 3 Tagen 30 Testobjekte verbraucht. Da bleibt uns nichts anderes, wie immer
Nichts anderes, sie wie immer einzupacken und in die Grube zu schmeißen. Die Grube. Ja, einen Moment kurz, ich muss einen kleinen Cut machen.